Wer zu jeder Harmonie eine emotionalisierende Melodie, zu jeder Melodie die passende Harmonie, in jedem Stil die bewegenden Grooves, zu jedem Melodie-Harmoniegefüge die passende Form, zu jeder Gefühlsschattierung die passenden Töne und Klänge finden will, wer Groover, Harmoniker, Melodiker, Arrangeur, Komponist werden will, der findet in den ca. 250 Lehrvideos in ungefähr 14 Stunden die essentiellen Anleitungen dazu. Die 14 Stunden Lehrvideos produzierte ich, nachdem bereits meine beiden Lehrbücher Komposition in der Popularmusik und Neue Improvisationslehre als haptische Bücher vorlagen. Sozusagen als zusammenfassende audiovisuelle Verdeutlichung des recht umfangreichen Stoffs beider Bücher. Ziel in beiden Büchern war es, dem interessierten Komponisten und Solisten zuerst diverse musikalische Stile und deren Baupläne vorzuführen, tiefer in deren Architektonik einzudringen, um dann bald Übungswege aufzuzeigen, wie man in Komposition und Improvisation ein wetterfestes Boot konstruieren kann, um in jeglicher Stilistik und Wetterlage nicht Schiffbruch zu erleiden. Wer mich kennt, weiß, dass ich seit eh und je nicht in eine übersichtliche Schublade wie Rocker, Popper, Jazzer, Funker, Souler, Musical-Fan oder gar Klassik-Narr, wie ich letztens von einem Kollegen rufgemordet wurde, einzuordnen bin. Ja, ich habe Klassik studiert und danach das Beifach Popularmusik. Ja, ich habe danach Filmmusik in den USA studiert und danach 6 Jahre in Musicals und Varietés gespielt und mehr als 10 Jahre in verschiedenen Partybands, von brasilianischen Latin-Bands über Soul-Bands, Jazz-Rock-Bands, Gala-Bands und klassischen Orchestern gespielt. Aber ich fühlte mich im Gegensatz zu den Schubladendenkern nie mit einer Stilistik verheiratet, sondern habe lediglich die Pros und Cons für mich kennengelernt und spüren, als auch anwenden dürfen. Von einigen Studios wurde ich engagiert, um ihre Pop-Kreationen mit Streichern aufzuwerten. Vom Babelsberger Filmorchester zum Beispiel, um ein ganzes Orchesterarrangement für verschiedene international bekannte Songs mit einem klassischen Heiligenschein aufzuwerten. Von dem anderen Studio wiederum, um poppige Jingles zu kreieren, von einem weiteren, um Volkslieder für die Salzburger Mozartknaben moderner einzukleiden. In meiner Freizeit habe ich stets mannigfaltige Projekte starten können, einmal ein klassisches Singspiel, ein andermal Popsongs für weibliche und männliche Interpreten, ein andermal Funky, Jazzrock, Blues, Latin, Soul-Songs und jedes Mal fühlte ich, ja, darauf habe ich gerade Lust und verwende jetzt mehrere Monate konzentriert dafür. Heute kann ich als Dozent in Hochschule und Berufsfachschule diese Erfahrung meinen Studenten weitervermitteln und ich fühle mich in meinen fortgeschritteneren Tagen wie Cicero, nein, nicht Eugen Cicero oder sein Sohn, sondern Marcus Tullius Cicero vor 2000 Jahren. Er meinte damals, gibt es etwas Schöneres als Greisentum umringt vom Wissensdurst der Jugend? Um vom Nehmen ins Geben zu kommen, habe ich deswegen diese 14-Stunden-Videos kreiert. Zuallererst umreiße ich, wie Musik Emotionen von Freude, Schmerz, Größe, Weite, Plumpheit oder auch Liebe vermitteln kann. Ein größeres Kapitel präsentieren Klangbeispiele aus verschiedensten Stilen, die eben diese Gefühle mit Musik transportieren wollen. Das Kapitel Rhythmik und Groove bespricht audiovisuell das stabilisierende Skelett der Musik, besonders der Popularmusik, und ich liefere neben dem rhythmischen Überlebenstraining auch 18 Grooves für ein Bandgefüge, um komplementär Rhythmik zu üben. Goethe sagte einst, eigentlichster Wert der sogenannten Volkslieder ist der, dass ihre Motive unmittelbar von der Natur genommen sind. Der Sternenforscher Kepler sagte zudem, die Natur liebt die Einfachheit. Die sollte uns deswegen die Legitimation nicht geben, musiktheoretisch im Kindergarten ewig zu verharren,
sondern eher zuerst musikalisch zum erwachsenen Menschen zu gedeihen, um dann wieder zu werden wie die Kindlein. Aber zuerst wächst der Mensch im Kindergarten heran und für den kreativen Musiker wird es passend sein, sich mit Volksliedern zu beschäftigen. Dies tat ich dann auch in mehr als 2 Stunden in den Lehrvideos und richtete den Fokus zuerst auf die Harmonik. Zu einfachen Volksliedmelodien im modernen Funky-Kleid sollte der Anfänger nun Harmonien generieren. So wie ein Wanderbegeisterter sich vorbereitend und vorhersehend Proviant und Ausrüstung zusammenschafft, wird ein engagierter Musiker mit Wissensdurst bald seinen Lehrer umringen, um sich die Ausrüstung für seine musikalische Bergwanderung abzuködern. Der Proviant dafür ist die seelische Begierde, Musik, sprich Gefühle, selbst kreieren zu wollen. Die Konditionierung durch Popularmusik in Funk und Fernsehen hat dazu geführt, dass die meisten jungen Menschen vornehmlich in gesungenen Liedern aus Rock, Pop, Soul ihre Seelennahrung zu dem seelentrockenen, dürren, spröden Früchten des gewöhnlichen Schulalltags spüren. Oft kann dann noch das eigene Singen und Musizieren ein wenig Trockenfrüchte liefern, um als seelische Belebung ernährende Früchte zu liefern. Im Kapitel Reharmonisation habe ich versucht, vornehmlich englische Volkslieder funky zu arrangieren, um Nähe zu dem zumeist Gehörten herzustellen. Alle 14 Volkslieder liegen auch als Playalong ohne Melodie zum Download parat. Aber vornehmlich erkläre ich im Kapitel Reharmonisation, wieso ich welche Harmonie verwende. Gerade im Bereich der Popularmusik macht es Sinn, sich mit der Bluesharmonik zu beschäftigen, was dann sowohl in Popsongs als auch komplexeren Funk-Fusion-Soul-Songs schrittmachendes Benzin liefern kann. Es geht dann über leitereigene Akkorde und einfache Turnarounds weiter zu den verschiedenen harmonischen Gewürzen, die dann kräftigendes Material für alle möglichen Bauwerke bereitstellen können. Auch das Kapitel Melodie startet mit Volksliedmelodien, um über Blues, Folk, Pop, Rock, Funk-Songs, über klassische orchestrale Arrangiertechniken bis zu Jazz-Standards zu gelangen. Auch in meiner Musiker-Tankstelle zeige ich, wie 20 bekannte Jazz-Standards durch neue Melodien und Arrangements eine völlig andere Wirkung bekommen. Auch innerhalb klassischer Klavierstücke wurde ich vor wenigen Jahren zum Designer, indem ich Klavierstücke, die einstmals am Klavier ich übte, neu einkleidete. Die krassen Klassikklamotten zeigen dem Interessenten, was ein umfassendes harmonisch-melodisches Wissen dem kreativen Musiker ermöglichen kann. Der kreative Musiker wird langsam zu einem Allgemeinarzt, der seelisch heilende und körperlich kräftigende Therapien an die Hand geliefert bekommt, um selber in Zukunft vom Nehmen zum Geben fortschreiten zu können. Einen umfassenderen Überblick über die vielen Lehrvideos bekommt ihr in meiner Musiker-Tankstelle. Besucht mich doch dort.